Ansonsten eingelebt habt ihr euch in meinem Server bereits? Fragezeichen. Och, so mein Test generell, ne? Ja, nur ich habe ja halt noch ein bisschen. Ist halt ein Server mit Mods und zum Beispiel habe ich eine Mod drauf, jetzt erst vor kurzem, dass wenn man einen Baum abhackt und das mit der Shift-Taste macht, dass dann der Baum quasi komplett gefällt wird. Das funktioniert. Gut, okay, habt ihr also schon probiert, sehr schön. So, ich liebe diese Kirschbäume. Vor allem hier im Kontrast mit dem Dschungelbaum. Ist schon nice. Oh mein Gott, da kommen die, die verfolgen mich. Hilfe, Hilfe! Nein, du läufst uns davon. Mist, mit dem Account habe ich keine Fahrtprivilegien. Scheiß wegrennen. Okay, so. Ha, Bäumchen, siehst du schon mal sehr gut aus. Ich werde auch direkt mal ein bisschen Holz abernten, weil, wie gesagt, ich starte hier komplett neu. Mein alter Account ist ja nicht mehr da, weil ich die Welt ja zurücksetzen musste, auch für meine Zuschauer jetzt. Der alte Server, Itaville-Server, gibt es nicht mehr. Ich hatte davor die More Owls Mod drauf, womit man, nee, Kristall ist hier, Gott, was war denn? Mithril, glaube, genau. Und die Mod soll wohl aber irgendwie ein bisschen verbuggt sein, hat mir Wusi gesagt. Das Problem ist, wenn man hier halbe Sachen hinmacht, also die sogenannten Sleep, dann kann man diese nicht mehr so anlegen, dass sie automatisch funktioniert werden, sondern die werden automatisch nach unten ausgerichtet. Dementsprechend musste ich den entfernen und da sie aber in den Map-Gen eingreift und neue Sachen hinzufügt, musste ich bei der Gelegenheit auch die Map zurücksetzen. So, jetzt bin ich hier mitten im Dschungel und sehe den Wald voller Bäume nicht mehr. Das ist auch nice. Ich steck fest. So, da oben sind ein paar, ja, die helfen die Dinger aber, Bambusbäume, Fragezeichen. Wasser haben wir hier auch. So, die Frage ist, wollen wir ein bisschen höher gelegene Kriegshöhen aufsuchen oder wie ich bevorzuge Flachland? Lässt sich leichter bauen. Deswegen ja, deswegen bevorzuge ich das ja auch immer, aber eben, manche mögen es ja auch so praktisch so an so Berghängen Gebäude zu bauen, was gerade so im, ja, halt, ja, sieht schwer aus, wenn man das so sagen kann. Wir sind aber noch recht nah am Spawn. Ja, eben, deswegen laufe ich hier auch. Ach, dachte gerade schon, ich habe eine Nierenkatze gefunden. Aber war nur Cherrybaumblätter. Okay, ja, gut, dann laufen wir mal noch ein bisschen weiter in die Richtung. Ja, ist mir schon aufgefallen. Eben die Blätter, die gehen schön ab, aber ja, die Vines, die bleiben einfach in der Luft hängen. Dachte ich, oder hatte ich gehofft, dass das mittlerweile auch behoben ist, oder, naja, ist ja kein wirklicher Bug, in der Puppe, eigentlich doch. Ja, aber eben, leider noch nicht drinne, dass die auch verschwinden. Ah ja. Mal gucken, vielleicht habe ich da selber mal denn eine kleine Add-on-Mod quasi, dass die praktisch, ich weiß gar nicht, ob es mit einer Eigenschaft ist, oder ob es in einer speziellen Gruppe sein muss, dafür. Ich lasse die schon gar nicht mehr wachsen, weil sich die Venus auch extrem laganfällig bewiesen haben. Oh, okay, das wusste ich jetzt noch nicht. Und mit einem Server Cleaner oder dem Mine-Test Remover kann man die wunderbar automatisch entfernen, wenn man in die Nähe kommt, sofern welche gewachsen sind. Ja gut, dann werde ich mich mal danach dann in naher Umgebung dann mal auch naher Umgebung, naher Zeit mal auch umschauen. Ja, wo schwimmen wir denn weiter? Ich muss jetzt kurz gucken, habe ich gerade ein bisschen die Orientierung schon verloren, fängt ja gut an. Man folge mir in meine Richtung, Thomas. Als letztes waren wir nach Süd unterwegs. Ja doch, bin ich. Südosten bin ich gerade ausgerichtet. Wobei das da auch wie eine kleinere Insel aussieht.
glaube, wir sind die pazifischen, auf der die pazifischen Kleininsel-Gürtellinie angekommen oder so. Die ist schon ein bisschen größer. Hier an der Seite. Ja, stimmt. Das ist Land. Vor allem hat so eine Sichelform. So ein bisschen gut. Oh, und Pilze gibt's hier. Wobei ich, das habe ich auch schon mal in der Folge gesagt, die Pilze, das einzige ist, was ich tatsächlich nicht so schön finde, optisch her, die wirken so extrem klobig. Ja, ein bisschen lang, der Stiel, ne? Ja, na, vor allem nicht nur lang, sondern vor allem dadurch, dass sie auch genau immer 2x2 sind, wirken die halt, naja, dick und im Verhältnis zu dem halt relativ kurz. Da finde ich optisch die von meinem Klon wesentlich, ja, schöner. So dick wie die aussehen, liegen die auch im Magen. Ja, man kann die verwenden als Holz, habe ich gesehen. Das ist praktisch intern in der Holzgruppe mit enthalten. Okay. Jetzt knappern wir alle an den Pilzen rum. Ja, die Haube oben bleibt stehen beim automatischen Abbauen. Hey, bin ich jetzt doch auch am gucken, eben. Hab das gerade außerdem manuell abgebaut. Ja, tatsächlich. Das ist ja blöd, na gut. Ein bisschen. So. Vor allem, man kann aus diesen Pilzblöcken keine Gerichte oder ähnliches machen. Das ist also wirklich rein dekorativ. Ein bisschen schade ist. Wobei, man merkt schon an Mindclone zum Beispiel, dass das mit dem, dass man die Dinger verzehren kann, extrem overpowered ist, weil ein so ein Pilz und man hat praktisch sein ganzes Inventar mit Verpflegung voll, ist schon ein bisschen, ja. Hat hier jemand Stimmbruch? Ein bisschen Hals. Nee, Stimmbruch ist es nicht. Ja, ich weiß nicht, hat man bei mir eigentlich so eine Alien-Hintergrundgeräusche? Ich hatte bei den ersten Probeaufnahmen, da hat mein Mikrofon immer automatisch, beziehungsweise die Software automatisch hochgeregelt. Und dann waren so ganz kuriose, klang so wie Rauschen aus dem All. Okay. Meine Tochter hat mich gerade abstürzen lassen. Super. Oha. Oha. Naja, Kinder fallen einem relativ schnell in den Rücken. Oh, und ich bin ein Treibsand. Fuck. No, no. Hilfe. Hilfe. Ist das hier alles Treibsand? Ich höre jemand lachen. Jetzt ist Celine auch im Treibsand. Ja, aber besser nicht reingehen. Ich komm so schnell raus. Nee, lieber nicht. Schlecht für die Gesundheit, habe ich gehört. Ah, Bananenbäume. Sieh, Bananenbäume. Also, die Gegend hier ist schon relativ flach. Ich glaube mal, sobald wir hier raus sind, können wir uns mal ausschalten nach einer schönen Flachebene. Und sobald keine Pilze mehr in Sichtweite sind. Ja. Das ist wohl wahr. Nur ein paar kleine Pilze, da kommen ein paar große Pilze pflanzen. Wobei die Bananenbäume auch schon relativ overpowered sind. Da kommt man auch relativ schnell, wenn man hier in so einem Bananenbaumbiom ist, hat man auch relativ schnell die Taschen voll mit Bananen. Ja, so gut, sobald man dann seine erste Farm hat, hat sich das Thema ja eh erledigt. Das stimmt auch wieder. Die sind ja profan, vielleicht mal hier ein bisschen Gras einsammeln. Leute, ich habe 3 Big Packs dabei, 4 Big Packs, ihr habt keine Ahnung, was ich alles mitschleife. Ja, bei Backpacks, das ist dumm an, weil ich immer erst ewig brauche, bis ich überhaupt Baumwolle ja, in ausreichendem Maße vorrätig habe. Viel Gemüse und dergleichen. Ja, also, ich habe Erdbeeren gefunden. Und Blumen kommen hier.
Orange? Ich habe eine Kartoffel gefunden vorhin. Die reicht mir. Da ich alles, was ich brauche. Ja, jetzt. Kartoffel habe ich auch schon. Die wird schön angepflanzt. Und, oh, ich wollte auch mal. Vor allem Kartoffeln kann man auch schon braten und dann aus den gebratenen Kartoffeln kann man sich dann auch wieder einen Kompott oder einen Salat machen. Und der gibt relativ viel Nahrung. Also, geht schon. Also noch besser. Alles, was du dazu brauchst, Kartoffeln und Gurken. Gurken habe ich 4, Kartoffeln habe ich 1. Ja, Gurken habe ich auch ein paar. Dann ist die Farm, glaube ich, schon mal klar, was dann passiert. Naja. Genau. Hier haben wir auch eine schöne Lichtung. Ich glaube, wir können uns hier direkt niederlassen. Ist doch eine geile Gegend. Hier ist hübsch, halb im Wald, joa. Bisschen Wasser ist hier vorne auch. Sehr gut. Eben, können wir so für einen Hafen bauen. Nennen wir nicht das Hafen. Wasser. Da ist relativ viel Wasser, Flachwasser mit Sand. Ja. Also keine Frachtschiffe, schade. Dafür viel Clay. Ah. Clay kann man immer gut gebrauchen. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wie ich hier gerade sehe, kein Treibsand. Nee, ist alles fest. Sehr schön. Gut, dann würde ich mal sagen, Place accepted. Dann lichte ich mal ganz kurz hier ein bisschen gegen, brauchen wir hier ein paar Bäume ab. So, auf die Plätze fertig los, oder was? Oh, ich habe zum Spiel für 2 Holzfäller erreicht. Sieht, klingt, ich bin Pro-Gamer. Ich mag diese Awards. Ja, das ist hier grob das Zentrum. So, ich glaube mal als allererstes gleich mal eine Kiste auf. Das ist hier, mein Inventar ist ja chronologisch voll. Nein, wie heißt das? Aus Prinzip ist es voll. Den Nachteil einfach zum Vorteil machen. So. Die erste menschliche Hinterlassenschaft, eine Kiste. Umsetzlink. Nice. So, ich hab die Bäume ab. Sogar gleich eine Doppelkiste, sehr schön. Ja. Ja, wäre die Frage, was wir hier bauen, wie wir es anlegen, Zentrumsplatz. Naja, ich würde am besten erstmal hier direkt am Hafen anfangen, die Straße zu ziehen und da wir dann erstmal so ein kleines, paar Häuschen hinbauen. Direkt vom Hafen aus, hier kann die Stadt dann ja ein bisschen in die Breite wachsen und so. Lass erstmal anfangen mit 4 Häuschen für uns zum Leben. Und dann hier zum Beispiel, da wo ich jetzt gerade bin, kann man dann ja so schön Farm bauen. Ist dann so ein bisschen abgelegen, aber immer noch am Stadtzentrum, sodass man da keine allzu weiten Fußwege hat. Fäll ich erstmal ein paar Bäumchen und dann geht's los. Jetzt habe ich auch meine Achse gepackt. War natürlich voll intelligent. Danke. Ich entsorge auch mal ein bisschen was. Ich spende auch mal ein bisschen was in die Kiste, ne? So. Oh, ohne jede Sortierung. Ugh. Ach, einfach reinschmeißen, ja, das geht schon. Eben, Kramkiste. Celine wird vom Riesenbaum befressen. So, meine erste Spitzhacke ist damit schon mal weg. Die gute Hacke. So. Ich mach mal so ein bisschen Farmen, ne? Ja. Ich schau jetzt mal ein bisschen rein, damit wir hier Steinwerkzeuge bauen können. Hier war ja irgendwo so eine Höhle in der Nähe. Ach, da sehe ich sie schon.
Kohle gibt's ja auch. Sehr gut. Ich komm nur nicht ran. Einmal außen drum herum. Also hier dann Reis, Korn, was auch immer. Ja, ich dachte jetzt an Kartoffeln. Ja, nee, dann will ich jetzt zwei Stufen Erde ausheben, dann eine Erde übrig haben und unten das Wasser drunter lassen, oder wollen wir das als Bach mitten durchleiten? Njam, 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 njam. Was eine Antwort. Sehr gut. Genauso machen wir das. Genau. So, erstmal alles pflanzen, was geht. So. Ganz genau. Haben wir erstmal eine schon solide Grundbasis. Ja, schön machen kann man das dann nachher immer noch. Eben. Einfach der Unterschied zwischen einer Eisen- und einer Steinaxt wie Tag und Nacht. Ja. Das Witzige an dieser Holzcutting-Mod ist, der hackt ja praktisch weiter, während ich hier im Inventar mir schon andere Sachen craften kann. Von daher. Schöne bei mir. Ich darf nur nicht versehentlich die Schleichtaste benutzen, weil dann bricht er nämlich ab. Entschuldigung, wenn ich nach Zwiebel rieche, es hat so viele. Es sind auch wieder welche angepflanzt. Und ich habe mir extra einen 4D-Bildschirm gekauft, damit ich auch Sachen riechen kann, und jetzt verdückt er mir jetzt alles. Ja, mal gut, dass wir noch kein Geruchsinternet haben. Das kommt garantiert auch bald. Ja, ich hoffe nicht. Gut, jetzt habe ich die Kisten einzeln hingestellt. So, Straßenposition, Straßenbelag, was liegt an? Na, ja, ich bin da bei Straßenberg ganz klassisch, immer schön aus Gravel, und ansonsten kann man die Grenze, kann man ja entweder aus Cobblestone oder auch bei der Gegend hier. Da würde sich tatsächlich fast Holz anbieten, von Optik her. Holz auf der Straße? Nee, als Umrandung. Das sind dann aber eher so Wege, ne? Ja, gut. Straßen brauchen wir ja hier nicht. Wir haben ja sowieso keine Autos in dem Sinne. Also Dorflife. Und eben. Ich weiß gar nicht, wie waren die Straßen früher gebaut? Da war auch einfach nur entweder festgetrampelter Sand oder ja, Kies. Zwei Straßen ist, also kein Gras ist. So, na ja, die ganzen Blätter aus der Kiste rausholen und in die andere Kiste reinschmeißen. Ach, aber eine Blätterkiste jetzt? Genau. Und einmal da rein. Bam, bam. Ja. Sehr schön. Leute, wird auch relativ schnell rollen. Zum Glück habe ich gleich eine Doppelkiste gemacht. Ja, das wird noch mehr. Ja, eben, wie ist das eigentlich? Soll ich eigentlich während des Let's Plays immer den Tag-Nacht-Rhythmus aktivieren? Hat da jemand Lust zu, oder sollte die einfach so lassen, wie es jetzt ist, mit dauerhaft 12 Uhr? Also ich glaube, zu Anfang ist es ganz gut, wenn wir erstmal Tag haben, dass wir so ein bisschen bauen können. Ich weiß ja nicht, wie ist das hier mit Monstern? Okay. Monster spawnen tatsächlich, so wenn es dunkel ist, halt, also, ja, bisher eigentlich nur in Höhlen. Gut, dann ist es, glaube ich, ganz gut zu warten, bis wir dann alle irgendwie eine Unterkunft haben. Wobei ja die Spawnrate auch relativ stark runtergesetzt ist, wegen Serverlags etc. Von daher ja. Spawnen ja auch in Höhlen relativ selten Monster nur. Ist also überschaubar, man kann sie eigentlich gut zur Wehr setzen.
Ach, also ich habe eine Steinaxt, falls jemand was von mir möchte. Ich baue mir gleich ein Holzschwert und dann verhaue ich dich. Aua, aua. Haben wir Rüstung? Ja, ne? Ja. Ich weiß bei Rüstung immer noch nicht, zwischen Kaktus und zwischen Holz ist. Kann sein, dass Kaktus so eine Heilungsfunktion hat, dass man da schneller heilt? Kannst du nachprüfen, wird dir angegeben. Ich bin jetzt unten auf minus 31 Meter und habe eine Menge Sand gefunden. Ich hole den für den Weg. Ach, sehr gut. Ja, genau. Dann, das geht natürlich auch, genau. Ich glaube, wir haben auch schon mal so eine Symbolfigur, sag ich jetzt mal, hier am Strand, so ein Riesenbaum. Der sieht irgendwie total witzig aus. Vor allem, weil er so alleine steht. Sieht er gleich viel besser. Ach, da hinten der Große, ja. Der Monster! Ja. Oh! Töte es! Bevor es Eier legt. Es kommt auf uns zu! Oh mein Gott! Erledigt. Langweiler. Stimmt, ein Schwert kann ich auch noch gebrauchen. So. Zack. Wäre total begeistert von dieser Holzfellmotte, ne? Ja. Ich habe mich auch direkt in sie verliebt. Ich wollte die eigentlich schon ewig auf meinen Servern hinzufügen. Das Problem war, die Mods, die ich bisher gefunden hatte, die waren halt alle auf vordefinierte Baumstrukturen festgelegt. Heißt also, da musste man neue Bäume hinzufügen erstmal. Und vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, was. Die eine Mod, die hat immer, da ist immer der Server abgestürzt. Und ja, da hatten halt alle ihre Probleme. Und die Mod, die hat sich jetzt praktisch erst vor kurzem gefunden. Mhm. Und vor allen Dingen das Schöne ist, die Mod kann ich auf allen meinen Servern verwenden, weil die ja, wie gesagt, mich selbst praktisch guckt, wo Holz ist, läuft die auch auf dem Mind-Clone-Server. Na, okay. Also nimmt wirklich alle Nodes, die dann irgendwie in der Wood-Gruppe sind, oder? Ganz, ganz genau. Die hakt praktisch alles ab, was in der Wood ist und guckt dann in der Umgebung auch, was unter der Leaf-Gruppe ist. So eben, damit praktisch dann auch Blätter mit abgehört. Ja, klar. Holz, ja. Und eben, von daher praktisch komplett auf alle Umgebungen anwendbar. Ist schon geil. Vor allem kannst du da ja auch zwei Bäume gleichzeitig mitfällen, ne? Ja, ja. Naja, den einen lässt du automatisch machen und dann gehst du zu dem anderen und fängst schon mal an. Na, wenn die Bäume auf einer Fläche stehen und du dich intelligent bewegst, halt also praktisch dann von einem Baum zum anderen schleichst und damit dann die Umschalttaste nicht loslässt, kannst du doch praktisch mehrere Bäume in die Warteschlange hinzufügen. Oha, stell was essen, sonst bin ich gleich hinüber. Oh, was hier, Pilze? Nee. Oh, ich merke gerade, dass ich gar nicht mit der richtigen Mindtesten-Gewinn hier gerade aufnehme. Gar nicht aufgenommen. Ups. Nee, das nicht, aber ich habe ja einen 16 zu 10 Bildschirm und aufnehmen tue ich 16 zu 9. Das heißt also, unten praktisch diese Tab, die sieht man halt nicht komplett. Und dementsprechend habe ich mir dafür eine eigene Minecraft-Umgebung geschaffen, wo dann halt auf 16 zu 9 Auflösung umgeschalten wird. Na, okay. So. Ja, da bin ich echt ganz froh, dass es bei mir so relativ gut läuft mit dem Aufnehmen. Celine hat gerade gefragt, ob es toll ist, dass sie Bäume pflanzt. Sag ich, bloß nicht da, wo er gerade alle gefällt hat. Die ganze Arbeit vom Sommer. Ach, also eine Baumfarm haben wir früher oder später ja sowieso. Also von daher alles gut. Ja klar. Die Erdbeeren sind aber auch echt gemein. Die haben, bevor sie komplett fertig sind, noch so eine Vorstufe. Da ist dann fast alles rot, aber unten noch so ein ganz bisschen weiß.
Und wenn du da nicht direkt drauf achtest, denkst du, ach, Brot kann ich ernten, puff, alles weg. Ja, war wohl nix, ne? Na, jetzt habe ich ja drauf geachtet, aber bei meinem ersten Versuch damals Erdbeeren zu ernten, habe ich erst alles geerntet, bis ich dann gemerkt habe, dass im Inventar nichts ankam. Dafür im Magen? Das war dann gemein. Ich habe das so gemacht, in der linken Kiste sind die Sachen für die Samen, Pflanzen, also Früchte, die man direkt wieder einpflanzen kann. Und Früchte, die man ausschließlich als Früchte bekommt, die sind dann in der rechten Kiste drin. Die kann man praktisch einfach nur noch verzehren bzw. richtig verarbeiten. Ah, okay. So, Orangen und Leintrauben. Easy. Okay. Achso, halt, Rhabarber. Kommt da rein. So. Ich wollte eben anfangen, die Kisten im Rechteck, um das Zentrum zu bauen. Eine Seite Essen, eine Seite Baumaterial. So als Nachtisch schön Fliegenpilz. Ja, Fliegenpilz ist Balsam für die Seele. Ist gesund wie sonst was. Hier lag gerade ein Bananenbrot einfach so auf einer Wiese rum. Ja. Er tut einem sowas. Umweltverschmutzung. Bananenbrot ist aber zum Weiterverarbeiten, das kann man nicht so essen. Oder? Nicht? Doch. Bananenbrot kann man noch. Doch. Ah, okay, man kann es verarbeiten und essen. Nice. Ja gut, ich glaube mal, es ist aber denn besser zum Verarbeiten, weil man kriegt dafür gerade mal, was waren das jetzt gerade? 5? Ja. Ja. Nur ein bisschen Hunger gestillt. Ich guck mal, da sind die Gerichte, die man daraus machen kann, nahrhafter. So. So viele Kisten. Wow. Müssen wir denn nur mit Schildern kennzeichnen entkommen? Richtig. So, ich glaube mal, ich trage hier hinten den kleineren Hügel ab. Dann habe ich ein bisschen Erde und kann dann hier diesen kleineren Tal auffüllen. Ein bisschen Terraforming.